kultivierten Trinkgenusses und herzlich willkommen bei myspirits.eu, Ihrem Spirituosenfachhändler im Internet und hier vor Ort in Wangen. Mein Name ist Dominik Maas und ich freue mich sehr, heute wieder Lukas Butazzoni von der Szenebar Lust in Bregenz bei uns willkommen heißen zu dürfen. Der Lukas ist diplomierter Barkeeper und wird für uns eine alte Sorte verkosten heute. Ist das richtig? Hallo Dominik, ja, das ist richtig. Heute werden wir uns der alten Kirsche, eine der 7 alten Sorten der Firma Prinz widmen. Alte Sorte, die Firma ist ja auch schon recht alt, also seit 1886 im Familienbesitz der Familie Prinz und haben sie wunderschöne Flaschen mit den herrlichen alten Sorten für uns bereitgestellt und wir haben das Vergnügen, unsere Gaumen daran zu erfreuen. Schöner Bügelverschluss. Also, man muss sie nicht gleich zwingen und einmal austrinken, darf sich gerne aufteilen. Okay, gut zu wissen. Viel Spaß beim Genießen. Ebenfalls, danke schön. Ich muss ja gleich mal einhaken, wer es mir gerade auffällt. Das kommt jetzt mal optisch nicht daher, also wieder einen klaren Brand, den man jetzt so kennt von den typischen Obstsorten. Stimmt, hast du gut erkannt. Also nicht nur wie der Holztisch hier es ein bisschen dunkler macht, aber das Holz ist dran schuld, unter Anführungszeichen, dass es so weit gekommen ist. Die alten Sorten hat der Brennmeister, das Destillat, sehr viel Liebe hinzugefügt, sage ich jetzt mal. Also er wird 3 Jahre fast in Stahltanks gelagert, damit er ruhen kann und der Geschmack und das Aroma sich entfalten. Und danach werden sie zusätzlich noch in Holzfässern nachgelagert. Haben sie verschiedene Sorten von Fässern und der Brennmeister entscheidet dann eben, welche Sorte in welches Fass, für wie lange, bis zu einem Jahr, dass der perfekte alte Sorte bereitsteht. Also mit sehr viel Herzblut dabei. Okay, also die alten Sorten werden im Gegensatz zu normalen klaren Schnaps doppelt gelagert in Edelstahl und in Holz. Und darum, richtig. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Die Farbe und du wirst es im Aroma dann auch gleich merken. Da freue ich mich schon drauf. Also wie in der Nase, merkst du gleich, wunderschönes Kirscharoma, angenehme Süße, wo das herrlich einbindet. Also die 41% merkst du beim Trinken nicht raus. Also, hätte ich jetzt auch nicht bemerkt. Ne? Durch die Holzfasslagerung auch kommt das alles viel runter. Das nimmt eben nicht nur Farbe auf, sondern auch Aromen vom Holz, also leichte Vanille, Schoko, Marzipan, finde ich für mich sehr vordergründig. Also natürlich ganz vorne die Kirsche und dann sehr interessant, weil mehr Lagerung. Du hast jetzt gerade von diesen Schlieren gesprochen, die man da im Glas sieht. Also, willst du das nochmal machen? Was sagt dir sowas? Wenn man die genau anschaut, sieht man, dass es ein sehr hochprozentiges Destillat ist. Also sind sie näher beieinander, dann ist es nicht so alkoholhaltig, das Getränk. Und man merkt auch, wenn sie weiter sind, dass auch eben sehr viel Restsüße noch da ist. Und das merkst du auch im Geschmack, dass einfach die volle Süße sehr gut ineinander eingebunden ist. Und dadurch merkt man die Prozente beim Trinken so gut wie gar nicht. Also nach der Flasche dann bestimmt am nächsten Tag in der Früh, aber sonst aber jetzt, ein herrliches. Jetzt kann ich das erstmal bestätigen. Ja, dann danke für deine Expertise wieder mal. Sehr gerne. Und wenn auch Sie es Lust gekriegt haben auf die alte Kirsche oder eine der anderen alten Sorten von der Feinbrennerei Prinz, kriegen Sie natürlich alle hier bei uns im Shop von myspirits.eu. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Genießen. Und bis zum nächsten Mal. Bitte schauen.